Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier heute Abend im Haus der Religionen zum zweiten Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Heute Abend mit dem Thema Imame in Deutschland. Wer sind Sie und wofür stehen Sie? Es ist gerade in der letzten Woche eine Studie erschienen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und wir wissen jetzt nach dieser Studie ziemlich genau, dass es in Deutschland wahrscheinlich 2350 Moscheen und Jamhäuser gibt. Und in 2180 von ihnen gibt es einen Imam. Also mehr als 2000 Imame in Deutschland. Und wir wissen auch aus den Gemeinden, dass Imame in den Moscheegemeinden eine entscheidende Rolle spielen für die Integration. Sie übernehmen in den Moscheegemeinden viele Aufgaben. Wir werden nachher gleich die Einzelheiten hören. Wenn man aber herumfragt im Lande, kennen Sie einen Imam? Sind Sie einem Imam einmal begegnet? Dann sagen einem die meisten in diesem Land, so sie nicht Muslime sind, nein, nie gesehen. Ich wüsste gar nicht, was das für Leute sind. Es ist ein merkwürdiges Phänomen, über 2000 Personen, die eine entscheidende Rolle spielen in den Moscheegemeinden, aber außen gar nicht bekannt sind. Und wir fragen heute Abend, woran liegt das? Wer sind diese Leute? Und was kann man vielleicht tun, dass in Zukunft diese Kommunikation verstärkt wird? Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Gäste heute Abend hier habe, die sich vorzüglich in diesem Feld auskennen. Ich begrüße zu meiner Linken Rauf Ceylan von der Universität Osnabrück. An Herrn Ceylan sind Sie in den letzten Wochen nicht vorbeigekommen, wenn Sie irgendeinen Fernseher eingeschaltet oder die Zeitung gelesen haben. Er ist viel interviewt worden im Zusammenhang mit den Salafisten-Geschichten, die uns alle beschäftigt haben. Herr Ceylan ist Professor am Zentrum für interkulturelle Islamstudien an der Universität Osnabrück und dort insbesondere für die Religionswissenschaft und die Religionssoziologie zuständig. Darüber hat er promoviert 2006 in Bochum mit einer Arbeit über ethnische Kolonien. Und dann hat er im Jahr 2010 im Grunde die erste Sichtung publiziert zur Frage, wer sind eigentlich die Imame in Deutschland, wofür stehen sie? Und der Titel des Buches, Prediger des Islam, Imame, wer sie sind und was sie wirklich wollen. Und Sie merken am Titel des Buches natürlich, das war eine Inspiration für unseren Titel. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich begrüße herzlich Imam Abdul-Jalil Zaytoun von der Ibrahim Al-Khalil-Moschee in Osnabrück. Herr Zaytoun kommt ursprünglich aus Syrien, aus Zabadani in der Nähe von Damaskus. Das ist so 30 Kilometer nordwestlich, wenn ich es recht, circa, wenn ich es recht nachgesehen habe. Sie sind seit über 40 Jahren, leben Sie in Deutschland, sind zum Studium seinerzeit hierher gekommen und haben seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich als Imam gearbeitet. Mitte der 90er Jahre in Osnabrück eine Moschee aufgebaut, die Ibrahim Al-Khalil-Moschee, in der Sie seit dieser Zeit als Imam tätig sind, ehrenamtlich. Und Sie sind zweiter Vorsitzender des Landesverbandes der Muslime in Niedersachsen, der Schura, seit 2005. Und es gibt eine Verbindung zwischen Ihnen beiden. Sie haben bei dem ersten Weiterbildungsstudiengang für die Imame in Osnabrück teilgenommen in 2010. 2011 war das. Da sitzt der Lehrer, da sitzt der Schüler. In diesem Fall einmal drum. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke, danke. Mein Name ist Wolfgang Reinbold. Ich bin der Beauftragte für das christlich-muslimische Gespräch im Hauskirchlicher Dienste der Evangelischen Landeskirche und Initiator dieser Reihe und hier der Moderator. Herr Ceylan, in den letzten Wochen war überall in Deutschland viel von den sogenannten Salafisten die Rede. Ich hatte es bereits gesagt, Sie haben in einem der vielen Interviews, das Sie dazu gegeben haben, gesagt, dass die große Mehrheit der friedliebenden moderaten Imame diesen Leuten wenig entgegenzusetzen hat. Wir werden auf die Salafisten noch einmal zurückkommen. Lassen Sie uns zunächst einmal diese Mehrheit der friedliebenden moderaten Imame in den Blick nehmen. Was sind das für Männer und warum hören wir so wenig von ihnen?
Ja, das hat unterschiedlichste Gründe. Zum einen, der Islam in Deutschland ist quantitativ gesehen ein Produkt der Arbeitsmigration und mit den Arbeitsmigranten ist auch ein Arbeitsmarkt entstanden für Imame. Es gibt ganz unterschiedlichste Imamtypen in Deutschland. Die Zahl 2000 wurde bestätigt, also etwa 2100, so hat es auch ungefähr eingeschätzt, die seit den 70er Jahren im Grunde genommen eine wichtige Rolle spielen. Sie wissen, es gibt drei Säulen in der religiösen Erziehung, das ist die Familie. Über die Erziehung in der Familie wissen wir nicht so viel. Es gibt kaum empirische Arbeiten oder wenig empirische Arbeiten. Als zweite Säule spielt die Moschee eine wichtige Rolle und wir hoffen in Zukunft auch die Schulen für die etwa 900.000 muslimische Schülerinnen und Schüler. Und die Imame sind die theologische Referenz. Das heißt, sie bieten an Wochenenden Islamunterricht an und spielen, wie gesagt, seit den 70ern eine wichtige Rolle. Aber für die Politik oder auch andere Institutionen hat man eigentlich die Bedeutung des Imams als Multiplikator wenig erkannt. Und mir ist das aufgefallen zwischen 2001 und 2006, da habe ich diese Forschung gemacht, ethnische Kolonien, unter anderem in Moscheen und Männercafés. Also Männercafés ist ein Thema, glaube ich, da müssen wir nochmal eine andere Veranstaltung organisieren. Aber vor allem in den Moscheen, und da ist mir aufgefallen, dass eben die Imame wichtig sind. Und bei Recherchenarbeiten habe ich festgestellt, es gibt fast nichts über Imame in Deutschland, also publikationsmäßig. Und das hat mich gewundert. Aber seit einigen Jahren, seit glaube ich 4, 5 Jahren, hat man doch schon zunehmend gemerkt, auch durch die Politik, dass die Imame wichtig sind. Und damit haben auch die Debatten angefangen. Also es ist kein Zufall, dass der Wissenschaftsrat 2010 ja empfohlen hat, dass man Imame ausbilden soll. Allerdings muss man natürlich sagen, die Diskussion jetzt in der Öffentlichkeit, die Erwartung an die Imamrolle, das können wir gerne heute nochmal besprechen. Wir haben auch einen Imam hier. Wie realistisch sind diese Zuschreibungen, diese Erwartungen? Aber ich selbst bin eigentlich damit zufrieden, dass wir demnächst in Deutschland anfangen werden, Imame hier auszubilden. Wie ist die, es gibt ja so unterschiedliche Typen. Ich werde oft gefragt, oder wenn ich in Kirchengemeinden frage und sage, habt ihr Kontakte zu Moscheegemeinden, dann wird oft gesagt, ja, da war mal was und da war auch mal ein Imam, aber dann war der sofort wieder weg. Das ist ja eine verbreitete Erfahrung. Man hat den Eindruck, die wechseln alle paar Wochen, alle paar Monate. Woran liegt das? Es kommt natürlich auf die Moschee an. Es gibt Imame, die nach dem Rotationsverfahren nach Deutschland kommen, 4 bis 5 Jahre etwa, die werden ausgetauscht. Dann gibt es Moscheegemeinden, die den Imam selbst einstellen, selbst bezahlen und die Erfahrung zeigt, dass der Fluktuationsprozess gerade in diesen Moscheegemeinden sehr hoch ist. Denn Sie müssen sich vorstellen, dass eben die Moscheegemeinde den Imam bezahlt, damit hat er nicht nur einen Chef, sondern das ist die ganze Gemeinde. Und es können unterschiedlichste Faktoren eine Rolle spielen, warum ein Imam sozusagen nur für eine kurze Zeit bleibt. Und das ist meine Feststellung, dass eben dieser Fluktuationsprozess in gewissen Moscheegemeinden wirklich sehr stark ist. Und das hängt an den Finanzen und aber auch an internen. Das können interne Gründe sein, das kann Aufenthaltsstatus des Imams sein, das sind ganz unterschiedlichste Faktoren. Und wie gesagt, ein Großteil kommt nach dem Rotationsverfahren und dann gibt es aber auch, zum Beispiel bei der VIKZ, da sind in der Regel Imame, die auch sozusagen für eine längere Zeit auch in den Moscheegemeinden sozusagen ihre Dienste anbieten. Da muss man also unterscheiden, genauso mit dem Aufenthaltstitel, mit dem Studium. Sie haben vorhin genannt die neue Studie über die Imame. Ich selbst hatte noch nicht ausreichend Zeit, das ausführlich auszuwerten. Aber ein Ergebnis war unter anderem, dass man auch sozusagen die Qualifikation ermittelt hat. Und da hat man, glaube ich, festgestellt, vielleicht haben Sie die Zahlen parat, dass eben, glaube ich, etwa 35% nur ein Theologiestudium haben. Das ist wenig. Das wurde als Erfolg, glaube ich, auch gepriesen in der Studie, dass man gesagt hat, sie sind gut ausgebildet. Ich glaube, das reicht nicht aus. Ich glaube, jeder Imam sollte ein Theologiestudium aufweisen und in diesem Punkt zeigen die Imame ganz unterschiedliche Qualifikationen. Das heißt, es gibt Imame, die sind keine Akademiker, wurden ausgebildet für praktische Angelegenheiten in der Moschee. Es gibt diese Self-Made-Imame, sie haben die Salafisten genannt, das ist nochmal ein anderes Thema. Dann gibt es aber auch Imame, die haben Theologie studiert. Und ähnlich heterogen ist auch ihr Aufenthaltsstatus. Ja. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie Imam geworden? Also Imam geworden, das war die klassische auch Methode damals. Also ich bin ein alter Hase, ich bin über 6 Jahre alt jetzt. Und früher waren keine speziellen Institute für Imame. Das kam alles später. In den 40er Jahren hat schon angefangen mit solchen Schulen. Aber richtig Imam war nicht so viel.
Deswegen war diese Ulama-Imame bei Gelehrten. Wir haben 6, 7 Gelehrten, große Gelehrten, hatte ich in Damaskus gehabt auch. Und man hat auch jeden Tag bei einem Gelehrten eine Koranexegese, Aussage zu Propheten, Arabisch, man hat Hadith, man hat Koranrezitation, Koranregel, Richtsystem und so weiter. Das sind verschiedene Sachen auch, die man bei jedem Gelehrten auch alleine lernen muss. Das ist klar, viele Gelehrten, sie können auch unterrichten über alles. Aber lieber, dann haben sie bestimmte Leute, wie zum Beispiel Hadith, war der größte Mann der Welt, Nasr al-Din Albani, aus Albanien, Nasr al-Din Albani, der größte Mann in Hadith. Und deswegen ist es am besten, bei ihm hinzugehen und bei ihm diese Hadith oder Aussagen des Propheten zu lernen. Sheikh Salah al-Aqad, das war die Richtschule, schafiitische Richtschule. Und der Mann hat immer unterrichtet, auch wie die Richtschule, von A bis Z, von der Waschung bis zum Gebet, bis zum Almosen, Ausgabe, Steuer und so weiter. Und damals waren solche große Gelehrten, aber zur Zeit ist leider nicht mehr geworden. Jetzt sind Schulen, also Schulen auch von der Regierung, und das geht weiter. Aber sie haben nicht viel gelehrt, weil zurzeit Theologie in Syrien zum Beispiel nicht wie damals. Muss ich mir das so vorstellen, dass Sie sich im Grunde die größten oder für Sie wichtigsten Gelehrten in den Moscheen gesucht haben und dann ja, strickt man sich im Grunde selbst einen Kurs. Man geht zum einen Fach dahin und zum anderen Fach dahin. Genau. Also nicht eine Universität, wo die alle zusammen sind, sondern Sie suchen sich die Lehrer. Haben Sie einen Vortrag oder Vorlesung wie Al-Buti zum Beispiel. Al-Buti, ja. Von der Geschichte auch, das ist der Prophetin und das war der berühmt, ist immer noch. Ja. Ist ein Professor an der Universität Damaskus. Und man hat bei ihm auch das immer gelernt. Und jetzt heute in Deutschland ein Imam, ich glaube, wenn man die Leute fragt, was macht ein Pastor, eine Pastorin, ein Pfarrer so, dann haben die vielleicht eine ungefähre Vorstellung. Nicht? Man trifft die bei Taufen im Konfirmandenunterricht, beim Gottesdienst, auf dem Friedhof. Was macht ein Imam heute praktisch in Deutschland? Was machen Sie in Osnabrück ja, genau. So 7 Tage die Woche durch? Genau. Man hat zuerst die fünfmalige Gebete zu verrichten, als Imam, als Vorbeter. Man hat immer Sitzungen für Koranexegese, eine Sitzung für Hadith, für Aussage des Propheten. Man hat Koranunterricht auch an die Kinder. Wir haben also Kinder-Koranunterricht. Man hat auch Führungen, die man immer gestalten soll. Also wir bekommen immer Schulen, die besuchen uns fast in der Woche 3, 4 Schulen in der Woche. Und die fragen uns über Islam. Wir machen auch Kindergarten-Sachen. Also die Imam alleine macht nicht alleine, mit einem Team, das ist klar. Also aber Vorbeter alleine, als Vorbeter. Und predigt auch am Freitag und so weiter. Das ist doch unter anderem. Also es gibt sehr viele, man traut, also wir haben Trauung auch. Lassen Sie mich bei einem Stichwort nachfragen, weil es für unsere Ohren sehr vertraut klingt, das Stichwort Predigt, Freitagspredigt. Ist das so etwas wie das, was man als Christ hat, wenn man sonntags in die Kirche geht? Nicht oder ganz. Wie funktioniert so etwas? Nicht ganz. Also Freitagspredigt auch, besteht aus 2 Teilen. Einmal Aktuelles und einmal klassisch, Traditionelles. Aktuelles, man muss immer darüber reden, was so jetzt passiert. Zum Beispiel, es gibt einen Krieg, man predigt darüber. Es gibt ein Erdbeben, Flutung, Probleme, die aktuellen Probleme. Man predigt auch darüber. Nicht nur also über islamische Sätze oder islamische Grundsätze, sondern man predigt über alles. Also zum Beispiel, Erdbeben war in Haiti. Wir haben gepredigt, wir haben Spende gesammelt. Die Flutung damals in Deutschland, in Süddeutschland, habe ich auch darüber gepredigt und Spende gesammelt. Das ist immer mit Neuheiten verbunden. Also aktuelle Themen auf der einen Seite und dann aber auch, gibt es sowas wie eine, man würde christlich erwarten, eine Textauslegung? Gibt es etwas wie eine Auslegung einer Koransuche oder eines Teils? Das machen Sie auch. Also in der Predigt, es gibt ein festes Teil vom Koran und Hadith. Man muss unbedingt das jedes Mal auch zitieren. Das heißt, man kann nicht ohne Koran auch predigen. Also Koran und Hadith muss immer dabei sein. Ja.
Ja. Und versuchen Sie dann, wenn Sie sagen, Erdbeben oder aktuelle Anlässe, Flutkatastrophen, über die Sie sprechen, versuchen Sie dann, eine Brücke zu bauen von Text zur Situation? Auf jeden Fall. Ja? Man sagt immer zuerst, als Dank für Allah, für Gott, muss ich für Gott danken, auch dass er uns was gegeben hat, wo die anderen auch jetzt also nicht haben oder vermissen. Ja. Da müssen wir spenden, müssen wir helfen, müssen wir auch und so weiter. Ja. Also wir predigen zum Beispiel auch über Drogen. Das ist verboten im Islam. Das ist Zigaretten, verboten im Islam. Zum Beispiel, wir helfen dem Staat mit solchen Sachen. Also wir predigen immer darüber. Was schädigt, alles was schädigt, soll man vermeiden. Ja. Herr Ceylan hat nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Freitagspredigen. Ich nehme an, Sie waren nicht bei Herrn Zeytun, dann hätten Sie andere Erfahrungen gemacht. Schon. Aber Sie haben mal gesagt, wenn Sie eine Note vergeben sollten auf die Freitagspredigten, die Sie gehört haben, dann wäre es, ich glaube, Sie haben gesagt, dann 5. Warum ist das so? Warum war das für Sie langweilig? Ich glaube, Imam Zeytun gehört zu den wenigen Imamen, der versucht eben Koranverse, auch islamische Inhalte in Bezug zu setzen zur Lebensrealität, zur Aktualität, vor allem zur Lebensrealität der Muslime, die in Deutschland leben. Und er hat ja selbst gesagt, dass die Predigt aus einem traditionellen Teil besteht, aus Gebetsformeln, aber vor allem Bezug nehmen sollte auf aktuelle Angelegenheiten und sogar auf lokale Angelegenheiten. Es hat ja auch eine soziale Funktion. Und die Predigten, die ich sozusagen im Grunde genommen seit 2001 regelmäßig und auch aufgezeichnet, auch ausgewertet habe, zeigen ganz klar, dass eben die Lebensrealität der Muslime in Deutschland kaum angesprochen werden, kaum berücksichtigt werden. Und das ist ein Problem. Wir kennen es in der islamischen Religionspädagogik, wo man versucht, gerade werden Religionsbücher konzipiert, dass man versucht immer sozusagen Kontakt herzustellen zum Alltag der muslimischen Kinder und Jugendlichen. Und es ist wichtig, weil die Moscheen natürlich eine wichtige Rolle spielen und das wird sehr unterschätzt. Zum einen die Reichweite von Moscheen. Also nach wie vor, glaube ich, sind die meisten in der Mehrheitsgesellschaft, viele Politiker, Pädagogen, sich nicht darüber im Klaren, dass eben die Moscheen als spirituelles Kapital eine sehr große Reichweite haben. Und wer sich sozusagen überzeugen möchte, kann das mal gern tun an einem Karfreitag, ja, eine Moschee zu besuchen und zu sehen, wenn die Leute frei haben, das ist ja Mittagszeit, ja, das ist ja unterschiedlich. Das ist im Sommer anders, im Winter ist es vielleicht 13 Uhr, im Sommer ab 14 Uhr. Da wird man sozusagen die Erfahrung machen, dass die Moscheen sehr, sehr gut besucht sind. Sehr gut besucht sind, und zu Feiertagen ohnehin. Und das waren sozusagen die Predigt, weil viele auch nicht die Möglichkeit haben, die Muslime, sie haben ja ganz unterschiedliche religiöse Sozialisationen. Es gibt Familien, die selbst religiös orientiert sind, auch sozusagen ihre Kinder religiös erziehen. Dann gibt es Kinder, die Moscheen besuchen, es gibt Kinder, die Moscheen nicht besuchen, das ist ganz unterschiedlich. Aber freitags sozusagen hat der Imam sozusagen eine sehr breite Zielgruppe vor sich. Und man hat etwa 15, 20 Minuten Gelegenheit, sich sozusagen in religiösen Dingen, Angelegenheiten auch zu informieren, sich weiterzubilden. Insofern spielt die Predigt doch eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, Sie haben recht, ich habe mangelhaft gesagt, man muss auch manchmal ein bisschen provozieren. Und in der Tat ist es ein Problem. Und ich habe dafür plädiert, dass man sozusagen die Qualität der Predigten sogar verbessern sollte, religionspädagogisch, gemeindepädagogisch. Wir arbeiten ja an einem Imam-Weiterbildungsprogramm, wo auch sozusagen Gemeindepädagogen da sind. Das werden wir auch in Zukunft anbieten. Wie kann man eine Predigt in 15, 20 Minuten effektiv sozusagen in Kontext zum Alltag auch vermitteln, das ist wichtig. Weil, wie gesagt, die Moscheen werden ihre Bedeutung beibehalten, auch in den nächsten Jahren. Es entstehen repräsentative Bauten mittlerweile in vielen Städten, Stadtteilen. Und ich glaube, dass man auch in der Hinsicht sozusagen nicht nur auf die Schulen gucken muss, sondern dass wir auch gucken, dass man auch die Moscheen sozusagen auch pädagogisch mitnimmt. Und das wäre dann auch ein Plädoyer dafür jetzt nicht, es gibt ja das Modell, dass man zentral Predigten zur Verfügung stellt, es schreibt einer eine Predigt, ja, und die anderen halten die, Sie würden dafür plädieren zu sagen, jeder Imam muss... Der Imam ist eine mündige Person, ja. Der Imam sollte eine mündige Person sein, er ist eine qualifizierte Person, ich glaube, jeder Imam weiß oder sollte wissen, was er zu predigen hat, er kennt seine Gemeinde besser, er kennt die lokalen Gegebenheiten. Ich hatte einen Fall, das habe ich in meinem Buch, also zwei Dinge. Erstens die Imam-Fortbildungen in der Türkei mit der Konrad-Ahner-Stiftung.
Also wenn Sie erlauben, zwei Erlebnisse von mir. Also in der Türkei wird es zum Teil noch nach wie vor zentral gemacht. Und mir hat mal ein Imam dort erzählt, vor Jahren, er kam aus dem Südosten der Türkei, er sagte, Thema war Verkehrserziehung. Und dann hätten die Gemeinden gesagt, Herr Imam, wir haben nicht mal Straßen hier, also warum sprechen Sie über Verkehrserziehung? Zweitens, in einem ghettoisierten Stadtteil in Duisburg die Erfahrung gemacht, da ging es darum, dass der Imam aus wirklich einem alten Text ausgerechnet hat, die Zakat, die Sozialabgabe, ja, die Pflichtabgabe, die der Muslim, wenn er ein gewisses Vermögen hat, entrichten muss. Und er hat ausgerechnet bei Grundstücken und wenn man Felder hat und so weiter. Und ich habe geschaut nach links, Hartz-IV-Empfänger, rechts Hartz-IV-Empfänger. Also das sind jetzt natürlich sehr extreme Beispiele. Aber das geht schon in die gleiche Richtung, dass man sozusagen die Lebensrealität sehr wenig berücksichtigt. Ja. Ich glaube, das wäre eine Win-Win-Situation, auch vor allem für die Muslime, dass man sozusagen die Freitagspredigt viel besser pädagogisch nutzen kann. Ja. Sie haben ein anderes Stichwort erwähnt, das in der Debatte auch eine große Rolle spielt, Koranschule. Als Christ, wenn man das hört, denkt man an Bibelstunde, vielleicht an Konfirmandenunterricht. Ist das so etwas oder was lernen eigentlich die Kinder in der Koranschule? Also Koranschule in dem Sinne, also wir haben ungern, also wir versuchen auch Arabisch zu lernen, dass das Kind auch das die Person, ob ein Mädchen oder Junge, die arabische Sprache lesen kann oder verstehen kann, dann kann er immer noch mal nachhaken. Wenn er was vergisst, dann kommt wieder immer zurück. Aber viele Leute, die lernen auswendig und damit auswendig wird er alles vergessen. Also ich kenne sehr viele Jugendliche, auch von den Mädchen und Jungen, sie haben auswendig gelernt und alles verloren. Aber wir versuchen auf unserer Methode, auf einer Tafel, genau wie eine Schule, von A, B, C und so weiter auch zu lehren. Und dann geben wir auch einen Text auch. Und wenn der Junge oder das Mädchen diesen Text auch lesen kann, perfekt, dann ist kein Problem, weiter zu lesen, zu lernen. Dann kann er alleine lernen. Aber die alte Methode auch auswendig alleine reicht nicht aus. Und wir haben gute Erfahrung, also das mit Koran lehren. Also meine Kinder zum Beispiel, sie haben 30 Seiten auswendig gelernt und sie können auch lesen. Lesen und auswendig, beide. Ja, und können die dann Arabisch oder wenn die sagen, wir bringen den Arabisch bei, doch. Oder ist es nur die Fähigkeit, im Grunde die Buchstaben wiedergeben zu können? Nein, Arabisch gelernt. Ja. Sogar wir haben auch deutsche Leute, die lernen auch Arabisch. Ja. Die kommen auch und die Arabisch lernen und sie lesen auch genauso auf diese Art und Weise. Ja. Also Koranschule ist dann Arabisch lernen, lesen können, das klar. Auswendig lernen. Das, spricht man über den Inhalt der Texte? Auch, ja, auch. Das klar. Also es ist nicht bloß im Grunde das Einüben. Man spricht, ja? Was bedeutet auch? Also Koranexegese muss immer dabei sein. Muss immer dabei sein. Das ist klar. Ja. Ja. Gibt es da auch andere Modelle oder ist es überall so ähnlich? Es gibt andere Modelle Art? Immer auswendig, noch weiter. Immer, die lernen auswendig und wenn sie groß sind, dann haben sie keinen Bock, nochmal in die Moschee zu kommen, dann vergessen sie alles wieder. Ja. Das fängt wieder von vorne an. Ja. Deswegen am besten, wenn nur eine einzige Seite lernen kann, von A bis Z, mit Verstand und Lesen und so weiter, dann kann man immer weiter lernen. Aber wenn er immer angewiesen ist an einem Khoja, an einem Imam, ist es problematisch. Der Imam muss nicht immer dabei sein. Der Imam geht weg, hat keine Zeit. Aber wenn man auch die Regel kennt und lernt, dann ist es viel besser. Und ich habe von meinen Schülern damals auch vor ungefähr 35 Jahren einen Khoja, von meinen Schülern ist ein Khoja in Köln. Hussein Güney, das ist auch in Türkei, also das ist kein Araber in dem Sinne. Wir haben so gemacht auch, dass sie auch Arabisch gelernt haben, von A bis Z, also die Buchstaben, die Sätze, die Grundregeln und lesen und lernen und auswendig. Hat alles gemacht. Und jetzt ruft mich immer noch an von Köln, danke Khoja für deine Hilfe. Also Sie plädieren dafür, die Koranschule muss die Fähigkeit vermitteln, ich würde jetzt mit meinen Worten mal sagen, selbstständig mit diesem ganz Buch genau. In der Originalsprache richtig. Umzugehen. Unbedingt. Ja? Also im Grunde, wenn ich jetzt als Theologieprofessor an der Universität mit den Leuten über das Neue Testament spreche, dann erwarte ich, dass die Griechisch können. Das wäre das Entsprechende, das haben die gelernt. Und dann erwarte ich, dass sie das Neue Testament in griechischer Sprache lesen. So ähnlich wäre das. Genau. Also die Fähigkeit, damit selbst umgehen zu können. Wenn man beten möchte, man kann nur auf Arabisch beten, unbedingt. Man kann nicht auf Deutsch, nicht auf Türkisch. Man muss unbedingt auf Arabisch beten, das heißt Koran lesen. Und wenn man betet und versteht nicht auch, was hat man vom Gebet?
Und der Prophet Mohammed sagt in einem Hadith, in einer Aussage des Propheten, man bekommt von seinem Gebet nur, was er danach denkt, was er behält oder versteht. Aber dass man genau Bhagavad Gita auch liest, auch, das ist nicht in der... Also wenn man nicht kann, es geht, es, er darf schon. Ja. Aber lieber, man soll verstehen, was man lesen will. Wo Sie das so sagen, gilt das für jedes Gebet? Ich hab gelegentlich auch schon deutsche Bittgebete gehört von Muslimen. Ist das virtuelle Gebete. Ja. Für die virtuelle Gebete. Für die Aber die Bittgebete, nein. Bittgebete kann man, egal welche Sprache, auf Chinesisch, auf Deutsch, nicht so schlimm. Ja. Das hatten wir hier in Hannover etwa beim... Ja. Bei Friedensgebeten häufig auf Deutsch. Es gibt ja in Niedersachsen den Modellversuch islamischer Religionsunterricht jetzt seit etwa 10 Jahren an etwas über 40 Schulen und der Kultusminister hat angekündigt und einige hier im Raum haben ihren Teil dazu getan, dass das ab nächstes Jahr ordentliches Schulfach wird. Ich höre oft die Frage, Rallye-Unterricht in der Schule, Islam und Koranschule, passt das eigentlich zusammen oder sind das widerstreitende Pole? Wie sehen Sie das? Also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt 3 Säulen in der religiösen Erziehung. Und ich weiß, es gibt in der Diskussion zum Teil Stimmen, die das als Alternative sehen. So sehe ich das nicht. Es ist komplementär, es ist eine Ergänzung, eine sinnvolle Ergänzung. Ich glaube, man muss auch ein realistisches Bild über Moscheen haben, über die Ressourcen haben, über das Personal haben, die Möglichkeiten. Was können Moscheen anbieten, was können sie bieten? Der Imam hat es schon angesprochen, memorieren, rezitieren, das ist eine zentrale Aufgabe. Und die Ästhetik spielt auch eine wichtige Rolle im Islam, also auch in der Rezitation. Insofern glaube ich, wenn wir jetzt einführen, die islamische Religionspädagogik, das wird, glaube ich, ein großer Gewinn sein, damit auch die Kinder und Jugendlichen sich inhaltlich stärker damit auseinandersetzen können. Wir haben lange Zeit, also ich gehöre zu der 2. Generation, und wir hatten muttersprachlichen Unterricht. Also es gab schon immer zwar etwas Islam, aber ich wünschte, wir hätten das nicht, denn dieser war so polarisierend. Ja, da waren Lehrer zum Teil, die selbst antireligiös waren, die sozusagen religionspädagogisch überhaupt nicht qualifiziert waren, oder wir hatten das andere Extrem. Und das alles im deutschen Bildungssystem. Ich glaube, das ist so eine Phase hier in der deutschen Geschichte, in der Migrationsgeschichte, da ist es noch nicht stark untersucht worden. Und ich sozusagen habe die Erfahrung gemacht, auch viele andere. Und nicht die Möglichkeit gehabt, also wenn ich jetzt heute die Möglichkeit hätte zwischen katholisch oder evangelischem Religionsunterricht oder muttersprachlichem Unterricht, nach meiner Erfahrung, ich würde sagen, ich gehe lieber in den christlichen Religionsunterricht. Das ist meine Erfahrung. Sie haben ja gesagt, Sie werden nachher alles ausschneiden, ne? An dieser Stelle. Nehmen Sie das zusammen. Nein, aber es ist wirklich in der Tat eine Erfahrung, die haben viele gemacht. Ja. Und deshalb freue ich mich, dass wir demnächst qualifizierte Religionspädagogen haben werden, die sozusagen entsprechend auch stärker inhaltlich reflektieren werden, die, wie gesagt, im Sinne einer Korrelationsdidaktik auch die Lebensrealität sozusagen berücksichtigen werden. Und wichtig ist natürlich, dass der Religionsunterricht eine Plattform bietet für alle. Das heißt, es gibt junge Muslime, die haben keine Moscheesozialisation. Sie kommen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und zweitens, weil ich erst vor 2 Tagen auf einer Konferenz war, es ging um Interreligiosität, ich habe gesagt, was ist denn mit dem intrareligiösen Dialog? Das heißt, der islamische Religionsunterricht ist auch eine Plattform für die Vielfalt der Muslime. Und insofern sind wir sehr optimistisch. Also wir wollen dieses Jahr anfangen. Es hat sehr viel Anlauf gebraucht. Herr Zeytun, auch viele andere, die ich hier gerade gesehen habe, die gehören eigentlich zu den Vorkämpfern sozusagen, die seit Jahren versucht haben, das einzuführen. Und ich bin auch froh, dass Niedersachsen sozusagen Vorreiter wird. Oder ist schon. Warum wird? Wir sind schon Vorreiter. Kann sagen. Ja, ein wichtiges Thema in der allgemeinen Debatte ist immer wieder die Frage Integration. Ja, man hat die Vorstellung, die Imame könnten Schlüsselfiguren sein für die Integration. Ist Imam Zeytun in Osnabrück eine Schlüsselfigur? Sprich, ist das für Sie ein Thema, wo Sie sagen, das mache ich zum Thema, da habe ich vielleicht eine Botschaft oder so eine Vorstellung, wo ich hin will, muslimisches Leben in Deutschland in 10 Jahren, 20 Jahren. Wie ist das bei Ihnen? Also die Botschaft hat angefangen, seitdem wir das Haus erworben haben. Von Anfang an, 1995 in Osnabrück, wir sind zweisprachig aufgewachsen. Wir haben gesagt auch, wir haben Leute verschiedene Herkunft. Wie kann man zu den Leuten kommen? Man hat überlegt, man kann nur durch die deutsche Sprache.
Also man kann nicht auf Chinesisch, auf Deutsch, auf Albanisch, auf Türkisch, auf Arabisch, das geht nicht. Die einzige Methode für alle Muslime, für alle Imame, für alle Moschee, sie müssen nicht zweisprachig aufwachsen. Die eine Sprache ist die Religionssprache, Arabisch, Koran zum Beispiel. Und die Verständigungssprache ist die deutsche Sprache. Anders geht es nicht. Und die Imame sind die Brückenbauer. Imame sind diejenigen, die Integration machen können. Also ohne Imame kann man sehr schlecht was erreichen. Die Erfahrung zeigt, also zum Beispiel bei uns eine bescheidene Moschee, kommen jeden Freitag über 200 Männer und Frauen. Jeden Freitag, ohne Einladung, kommen von alleine. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit zu predigen, was ich will. Ich kann viel bewegen, sogar garantiert. Deswegen diese Leute, die Imame, sie haben eine Sonderstellung. Und ich hoffe, dass die deutsche Gesellschaft sowas auch akzeptiert. Weil mit den Imame können wir viel erreichen als ohne Imame. Die Imame sind die Brückenbauer. Die Imame sind für die Integration am besten. Aber da müssen wir alle gemeinsam was tun. Die Universität, die Gesellschaft, die Landesregierung, die Bundesregierung, alle. Und wenn damals Frau Merkel sagt, auch gescheitert, dann selbst schuld. Vielleicht man muss auch die Brückenbauer suchen. Ja. Ohne Brückenbauer, das geht nicht. Was hilft mir, wenn der Vater seine Kinder sagt, nein, geh mal nicht in die Moschee, zum Beispiel. Das blockiert alles. Oder ja. Der Imam muss Deutsch können. Die Realität ist eine andere noch zurzeit. Oder ist dieses zweisprachige Modell schon üblich geworden, dass man sagt, wir brauchen mindestens neben welcher Sprache auch immer, Türkisch, Arabisch, brauchen wir auch das Deutsche. Ist das ein Modell, was inzwischen schon üblich ist oder wie ist da die Lage? Eigentlich nicht. Also Sie haben ja bei der Studie, die jetzt erschienen ist, war ja unter anderem ein Ergebnis, dass die meisten Imamen gesagt haben, dass sie mit ihren Deutschkenntnissen nicht zufrieden sind. Also aus dem Mund der Imam das nochmal zu hören. Und die Studie, die ich damals gemacht habe, hat das auch nochmal bestätigt. Es gibt Moscheegemeinden und ich glaube, Moscheegemeinden wie hier in Osnabrück gehören, glaube ich, zur Minderheit. Das heißt, wo man erstmal eine heterogene Zielgruppe hat, zweitens, dass es deutschsprachig ist. Und das heißt aber nicht, dass ich die Herkunft oder die Muttersprache auch unterschätze. Natürlich spielt sie eine Rolle, man soll die Muttersprache pflegen, das ist klar. Nur, wie gesagt, wenn ein Imam die theologische Referenz sein soll, wenn ein Imam auf Augenhöhe in Dialog treten soll, auch mit Nichtmuslimen, dann muss man natürlich erwarten, dass er auch die deutsche Sprache kennt. Und diese einjährigen Schulungen, Vorbereitungen, davon halte ich ehrlich gesagt auch nicht so viel. Es gibt seit 2002 vom Goethe-Institut Sprachkurse. Ich selbst sozusagen bin dann sozusagen die Fortsetzung mit der Landeskunde in der Türkei, nachdem sie diesen Sprachkurs gemacht haben. Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es reicht nicht aus, wirklich gut Deutsch zu sprechen, um wirklich den Alltag zu verfolgen, um deutsche Zeitungen zu lesen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht die große Lösung. Also das ist ganz klar. Und wie gesagt, die Moscheegemeinde in Osnabrück ist sicherlich eine Minderheit. Und diese Zweisprachigkeit, also mittlerweile ist das ja so, dass die öffentlichen Debatten natürlich auch bei den Gemeinden ankommen. Und zum Teil tun mir auch die Imame leid, wenn sie dann, die jetzt nicht so gut Deutsch sprechen, die Aufgaben haben sollen, ihre Khutba, sozusagen ihre Predigt zusammenzufassen. Das kommt dann wirklich manchmal zu ganz komischen Szenen. Und wie gesagt, das ist sozusagen eine Übergangsphase. Es ist migrationsgeschichtlich, kann man das erklären. Die erste Generation hat eine große Rolle gespielt. Aber mittlerweile haben sie eine jüngere Generation, einen Generationswechsel in der Moscheegemeinde, die haben eine ganz andere Erwartung an Imame, an Gemeinden, an die Funktion von Moscheen. Dazu gibt es auch verschiedene Studien. Und ich glaube, dieses Modell wird auslaufen. Und wir werden auch, glaube ich, auch in Zukunft, in 10 Jahren, wenn Sie das Programm immer noch machen und vielleicht in der 6. Staffel, dann werden Sie vielleicht hier einen Imam haben, der hier sozialisiert ist, ein Abitur gemacht hat, sozusagen hier studiert hat und hier zu Ihnen sprechen wird. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, eine Win-Win-Situation für beide Gesellschaften. Mhm. Und deshalb unterstützen wir das in Osnabrück. Ja. Darf ich nochmal zurückkommen zu dem Zitat, mit dem ich begonnen habe? Die Mehrheit der friedliebenden, moderaten Imame, haben Sie gesagt. Ich werde manchmal gefragt, Sie wissen, die Stimmung im Lande ist nach allen Meinungsumfragen schlecht. Die Deutschen denken schlecht über Muslime zu mehr als 2/3. Ist das so? Ist eigentlich, sagen wir mal jetzt, um es zuzuspitzen, das Grundgesetz selbstverständliche Voraussetzungen in den Moscheen? Wie ist das nach Ihrer Erfahrung? Also vielleicht erstmal zur Islamdebatte insgesamt. Ja. Also die Islamdebatte bewegt sich in virtuellen Welten.
nicht auf empirischen Grundlagen. Und das ist ein Problem. Ich habe mal vor einiger Zeit den Vergleich gezogen, antikatholischer Diskurs mal in Europa. Ja. Vor 100 Jahren. So. Ja, ungefähr. Und, aber wenn man vergleicht den antimuslimischen Diskurs heute, dann wird man viele Parallelen feststellen. Viele Parallelen. Also Rückständigkeit, Modernität, die Loyalitätsfrage, ja, Papst, die Umma und so weiter. Da wird man viele Parallelen feststellen. Und im Grunde genommen wird dieser Diskurs jetzt weitergeführt im Kontext der Muslime. Aber wie gesagt, es gibt zahlreiche Studien zur Demokratieorientierung, es gibt Studien zu Fundamentalismus, aber wie gesagt, die werden nicht so stark wahrgenommen. Die ganzen Debatten werden geführt in virtuellen Welten. Ich bin auch sehr froh, dass diese Studie jetzt vom DEK, die im Auftrag gegeben worden ist, erschienen ist. Von der Islamkonferenz. Richtig. Ne? Ja. Also Hassprediger, das ist ja auch so eine Kategorie, die man immer wieder sozusagen auch aufgeworfen hat. Und Sie kennen das Assoziationsprinzip in der Sozialpsychologie. Ja, die Werbung arbeitet gern damit. Ja. Wenn Sie eine Zahnbürste nehmen und George Clooney benutzt das, dann haben Sie eine gewisse Assoziation. Der Islam wird in der Regel in den Medien, auch in anderen politischen Kontexten, überwiegend mit negativen Merkmalen assoziiert. Also die Rückständigkeit, das sind globale Konflikte, die hier mit der Realität in Deutschland nichts zu tun haben. Deshalb würde ich bitten, wenn wir diese Debatten führen, es gibt natürlich Probleme auch, aber wir müssen unterscheiden, was ist quantitatives Randphänomen, Zwangsheirat, Ehrenmorde, Salafisten, ja, 3.000 bis 5.000 schätzt man, da gibt es auch keine einzige Studie übrigens über Salafismus in Deutschland, ja. Und die große, breite Masse der Muslime, die friedlebig sind, die gut integriert sind und sozusagen auch die auch vertreten, dass Islam und Demokratie kompatibel sind. Und ich glaube, darauf müssen wir uns konzentrieren. Und auch die wirklichen Bedürfnisse der Muslime. Also wenn wir schon mal einen Imam hier haben, Seelsorge, Gefängnisse, ja, andere viele wichtige Faktoren, zum Beispiel Sterbebegleitung, ist auch eine Diskussion, wird jetzt kommuniziert, dafür brauchen wir gut qualifizierte Theologen, die mitsprechen können, Bioethik und solche Dinge. Das heißt, was sind die wirklichen Probleme der Muslime, was bringt uns wirklich weiter, was sollte uns weiterbringen? Aber auch natürlich Phänomene wie Salafismus, das ist wichtig, wir müssen darüber diskutieren. Es gab in Deutschland 8 fehlgeschlagene Attentatsversuche, das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn in Deutschland was passiert, die Mehrheitsgesellschaft ist nicht gut informiert, dann ist das wieder eine Bestätigung. Und deshalb müssen wir natürlich erstmal differenzieren, aber das heißt nicht, dass wir sozusagen auch Probleme nicht beachten sollen, nein. Aber wie gesagt, das Gleichgewicht ist für mich wichtig, dass wir wirklich die Balance halten können. Erstmal die Realität zur Kenntnis nehmen, wie es sich tatsächlich verhält, genau. Und nicht diesen Schlagzeilen aufsetzen. Ja. Sie haben in Osnabrück etwas gegründet, ich weiß gar nicht, ob es das woanders noch gibt, ein Imam-Frühstück. Sie haben hier auch so ein Foto mitgebracht, da kann man das sehen, da sind die Imame zusammen. Wenn ich das recht verstanden habe, ohne Frühstück hier. Ohne Frühstück. Hier mit Frühstück. Hier ist mit Frühstück. Ja. Frühstück bei Tiffany. Wenn ich das recht verstanden habe, ist es so eine Art, wir würden christlich sagen, regionale Dienstbesprechung oder so. Ist das bei Ihnen so, dass im Grunde die Debatte, die in Deutschland geführt wird, wie halten es die Muslime mit dem Grundgesetz für alle, überhaupt keine Debatte ist? Ist das völlig klar? Das ist die Grundlage, auf der wir stehen? Also zuerst vielleicht, ich muss wieder zurückkommen auch. Und ich bitte auch um Verständigung, auch wenn ich was erzähle über unsere Brüder im Islam, bitte nicht übel nehmen. Vor ungefähr 20 Jahren war unmöglich, dass die Moscheen unter sich auch einigen. Gar nichts. Das war fast verfeindet. Fast verfeindet. Bitte nicht übel nehmen, wir müssen uns kritisieren, was bei uns gewesen war. Und das heißt, jede Moschee macht alleine. Und manchmal, in einem Anlass, diese Moschee redet genau das Gegenteil, was die andere redet. Das ist ein bisschen zerschnitten, also die Moschee. Wir haben überlegt, also mindestens, wir sind in Osnabrück oder im Landkreis Osnabrück, wir mussten zusammen uns einigen und reden über wichtige Themen, wichtige Sachen, wichtige Zukunft unserer Nachkommen. Mhm. Dann haben wir auch, ich bin Mitbegründer, wir haben hier Agribasch ist hier. Ein weiteres genau, Mitglied von Diti Moschee auch. Des Frühstücks, ja. Ist ja. Auch Mitbegründer, auch dieses Frühstück, Imam-Frühstück. Ja. Und wir haben immer alle 2 Wochen einmal und wir wechseln immer. Jedes Mal in einer Moschee oder bei einem Imam. Und wir reden, was gibt es Neues? Immer nach dem Frühstück, was gibt es Neues? Dann reden wir alle über das Thema. Von A bis Z. Über Umwelt, über Probleme, über, wie gesagt, mal. Und das ist wunderbar, zum Beispiel über Projekte. Also wir haben letzte Woche über Umweltprojekte, Bäume pflanzen, mit den Imamen. Wir haben auch einmal gemacht auch mit Care-Aktionen,
wir haben auch schon gemacht, auch jetzt in der Stadt, unsere Kehraktion für die Moschee. Das vorher war unmöglich, dass eine Moschee sich beteiligt an Kehraktionen in der Stadt. Das geht nicht. Das heißt, die schließen sich zusammen und planen gemeinsame Aktionen in der Kommune, im Stadtteil. Mit dem Schild und alles, wo Moschee sind, mit dem Besen auf der Straße. Das ist auch eine schöne Sache. Ja, ja. Also vorher war nicht. Und jetzt, wir diskutieren miteinander. Ja. Also die Imame reden miteinander, diskutieren miteinander. Was können wir tun? Was können wir für die Allgemeinheit tun auch? Was, wo steht unser Beitrag? Wir sind Inländer. Das Fremdgefühl wie damals ist nicht mehr. Wir haben geplant, dass wir 4 oder 5 Jahre hier sind, studieren zurück oder Geld sammeln und zurück. Wir sind über 40 Jahre hier, manche 30, 40, 20. Und wir sind nicht mehr die Migranten, wir sind Inländer, wir sind auch Teilhaber. Ja. Und daher jetzt auch, es steht uns nicht anders übrig, als dass wir miteinander zusammenarbeiten. Nicht nur wir unter uns alleine, auch mit den anderen. Wir haben zum Beispiel bei uns diese Moschee-Dom-Führung. Wir haben mit dem Bistum Osnabrück seit 2 Jahren angefangen und jetzt, wir haben auch fast jede Woche 1-2 Mal Führung in der Moschee. Auch die Krankenschwester, die im Marienhospital arbeiten jetzt, sie machen oder 2-mal im Jahr bei uns Führung, wie sie sich auch gegenüber auch muslimische Patientinnen und Patienten auch halten müssen. Sie kommen immer, fast immer jede Woche. Das ist eine ganz tolle Sache, die Zusammenarbeit, das Fremdgefühl nicht mehr, schon weg. Ja. Also diese Leute, die zu uns kommen, sie kommen in der Küche alleine, sie bedienen sich alleine. Das hat uns eine riesen Freude gemacht. Und daher steht uns nicht anders übrig, dass diese Integration von den Moscheen und Kirchen auch, also Moscheen, Kirchen, Synagogen, alle müssen beteiligen, nicht nur wir. Das sind die praktischen Fragen, von denen Herr Celan gesprochen hat. Dialog kennenlernen, Seelsorge und so weiter. Lassen Sie mich, ich will Sie da nicht ärgern, aber nur weil ich aus eigener Erfahrung gut weiß, wie schwierig diese Debatte ist, weil ja nun einmal im Koran Sätze stehen, die mit unserem Grundgesetz, wenn man sie liest, wie sie dastehen, nicht vereinbar sind. Wie halten Sie es mit diesen berühmt-berüchtigten Worten? Man soll die Frauen unter bestimmten Umständen schlagen, man soll die Ehebrecher unter bestimmten Umständen auspeitschen. Steht so im Koran. Was macht das Imam? Sie fragen mich auch, was macht das Imamfrühstück oder was macht Imam Saltun mit diesen Stellen? Sie fragen mich über diese Frage, ganz, ganz gefährliche Frage. Das ist eine gefährliche Frage. Das gehört dazu, das haben wir uns vorgenommen, dass wir die schwierigen Fragen nicht aussprachen, weil sie auf dem Tisch liegen und natürlich auch wichtige Fragen sind. Es gibt ja Leute, die sagen, das steht im Koran, das ist Wort Gottes und Punkt. Da kann ich, armer Muslim, gar nichts ändern. Wie machen Sie es? Jetzt die Frage, hat jemand seine Frau geschlagen im Saal hier? Keiner. Hat eine Frau ihren Mann geschlagen auch? Auch nicht. Das sind alle friedliche Leute. Ja. Das kann man nicht auch erwarten, dass die Leute nur mit dem Schlagen zu tun haben. Also ich kenne kaum jemanden, der seine Frau geschlagen hat vom Islam her. Obwohl es da steht. Steht, was steht im Islam? Steht 3 Stufen. Ja, ja. Ermahnen, im Bett fernhalten und steht eine andere Sache. Warum also fangen Sie von hinten an und nicht von vorne? Man muss von vorne anfangen. Ermahnen. Und wenn die Ermahnung... Ich verstehe. Aber mit Bußgeld zufrieden ist, mit also einfach so, dann ist es in Ordnung. Ja, ja. Schon vom Tisch weg. Warum kommen Sie immer nach hinten? Wir haben kaum nach hinten gelaufen. Wir haben immer vom Essen eine Ermahnung und hat geklappt. Ich verstehe, was Sie meinen. Aber verstehen Sie umgekehrt, dass viele Leute in diesem Land ein bisschen Sorge haben mit dem Schlagen, das steht da. Also das könnte ja passieren. Obwohl, ist es möglich, da zu sagen, ich lege das anders aus? Oder geht es eigentlich nicht? Doch. Man kann anders auslegen, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel? Also erstens, der Prophet Mohammed hat nie geschlagen. Das ist unser Vorbild. Also wenn unser Vorbild sowas nie gemacht hat in seinem Leben, dann ist unser Top-Vorbild. Dann müssen wir nachahmen. Ist so. Ja. Und das ist solche Sachen auch, die passieren nie also wegen Islam. Die passieren wegen Streit, wegen Arrogant, wegen Stärke, wegen Macht, wegen Probleme, wegen Geld. Ich verstehe. Aber im Prinzip, das passiert nicht mehr vom Islam. Und der Islam hat erlaubt, als eine kleine Ermahnung, also wenn eine Frau einen Mann schlägt, passiert bei ihm gar nichts. Dickes Fell, passiert, so redet er gar nicht. Überwiegend. Bei einer Frau, sehr sensibel. Die Frau alleine mit einem Wort, dann macht riesige Probleme. Ja. Und die Gelehrten, die das auch
erklärt haben, die sagten auch eine Art, ein bisschen Mahnung und nicht mehr, aber nicht vom Schlagen. Ja. Also es steht da als im Grunde als ernste Warnung, ja, als ernste Warnung an die Ehepaare. Man macht es aber nicht, weil der Prophet es nie macht und weil man es genau. ohnehin nicht tun genau. würde, weil man als Muslim ja ein guter Mensch ist. So etwas. Also mein Vorbild ist der Prophet. Und, ja. wenn er, und es steht noch ein Hadith, eine Aussage des Propheten, sagt auch, das ist paradox und das ist auch schlimm, der Mann, der mit seiner Frau über Nacht schläft und am Tag schlägt. Das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Und es steht so ein Text von dem Propheten. Das heißt eine Ablehnung. Aber diese Sache, wenn das steht, vielleicht eine einzige Ausnahme im Islam, wo man Frau ein bisschen ermahnen kann, wenn man so schlagen in dem Sinne. Aber es gibt viele Leute, die schlagen ständig. Nicht nur von den Muslimen, auch von der deutschen Gesellschaft. Also ich kenne selbst genug Beispiele in Deutschland, Streitereien zwischen Mann und Frau. Aber der Mann im Islam, wenn überhaupt, hat ja die einzige Ausnahme. In einem Fall, wo die Frau nicht auch die Gesetze Gottes auch folgen. In Osnabrück sind zurzeit viele Professuren ausgeschrieben, 5, wenn ich es recht weiß, oder sie sind im Besetzungsverfahren. Und dazu wird auch eine Professur gehören, wir würden sagen, für Koranauslegung, Koranexegese. Also Sie sind da nicht der Fachmann und auch nicht der Professor, aber Sie saßen sicher in der Berufungskommission. Worauf achten Sie? Also in welche Richtung wird das gehen? In welche Richtung werden diese schwierigen Fragen, wir würden christlich sagen, hermeneutische Fragen, also Fragen des Umgangs mit der Schrift, wie wird das in Zukunft an der deutschen Universität im Islamstudiengang diskutiert werden? Vielleicht noch ein Satz dazu. Ja, sehr gerne. Ja. Wir müssen zunächst einmal festhalten, alle Schriften, die Tora, die Evangelien, der Koran, sind entstanden in androzentrischen Gesellschaften. Und männerzentrierten Gesellschaften. Man muss die Hintergründe kennen. Zweitens, es gibt ähnliche Stellen im Alten Testament, Frauenbild von Paulus. Ja, es gibt auch in den Briefen. Und da möchte ich mich jetzt als Hobbytheologe nicht zu weit aus dem Fenster anlehnen, sonst gibt es gleich eine Debatte. Aber die Stelle, die man meistens zitiert, ist nicht von ihm, aber das ist eine interne Debatte. Ja. Aber das Frauenbild insgesamt, also wie gesagt, in den heiligen Texten, man muss den Hintergrund kennen. Zweitens, der Islam hat 2 Quellen, das ist einmal der Koran und das sind die Hadithe. Das heißt, die Hadithe legen auch den Koran aus. Und es gibt diese berühmte Textstelle, die immer wieder zitiert wird, um sozusagen den Muslimen nochmal zu verdeutlichen, dass die Gewaltverherrlichung gerade auf diese Passage sozusagen beruht. Das ist so falsch. Das ist eine ganz einfache Schlussfolgerung, dass so nicht richtig ist. Es gibt schon ganz, ganz alten Textquellen, Interpretationen dazu, dass man sozusagen die Frau nicht schlagen darf. Es gibt in Deutschland, glaube ich, ganz unterschiedliche Übersetzungen, was diesen Vers betrifft. Und immer wieder, wie gesagt, es sind immer typische Textstellen. Also auch wenn ich jetzt selbst kein Theologe bin, mittlerweile kenne ich alle möglichen Kritiken und man als Muslim setzt man sich natürlich auch intensiver auseinander. Das heißt, man muss da schauen, wie wird ein Text ausgelegt und diese Tradition im Islam ist eigentlich Jahrhunderte alt. Es gibt schon sehr früh die Wissenschaft Asbab al-Nuzul, das heißt die Offenbarungsanlässe zum Beispiel insgesamt zu schauen, wann ist, unter welchem Kontext, historischen Kontext ein Text entstanden, ein Vers entstanden, warum ist das offenbart worden. Das heißt, es gibt schon Ansätze, um sozusagen gewisse Verse historisch einzuordnen. Wenn wir nun, also wie vorhin jetzt, einen Text aus dem Kontext reißen, das machen sowohl gerne Extremisten als auch Islamgegner. Ja, also insofern haben sie viel gemeinsam. Das heißt, Sie meinen die muslimischen Extremisten? Richtig, und die muslimische Extremisten, aber auch diejenigen sozusagen, die den Islam nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Reißen natürlich gerne das aus dem Kontext, obwohl diese, wie gesagt, in der islamischen Geschichte, in der Wissenschaftsgeschichte eine Tradition besteht, die Asbab al-Nuzul, auch andere Wissenschaften, wo man sozusagen auch Texte entsprechend auslegt nach bestimmten Kriterien. Und natürlich werden wir haben ausgeschrieben, das Problem ist in Deutschland, gut qualifizierte Theologen zu kriegen. Also das sind natürlich nicht nur, was Orientierung betrifft, das ist das eine, ich unterrichte keine Physik, ich muss natürlich gucken, wen ich einstelle, das ist ganz klar. Zweitens, gut qualifizierte Theologen zu kriegen. Ein Beispiel in der Türkei, nach der Grundschule gibt es die Mittelschule, religiöse Mittelschule. Es gibt das religiöse Gymnasium, das heißt, dort werden schon Arabischkenntnisse,
es werden Islamkenntnisse, die ganzen Basics werden dort vermittelt. Und dann kommt das Studium, dann kommt die Promotion, dann kommt die zweite große Schrift, also Deutsche Ethnik-These, hier würde man sagen Habilitationsschrift und so weiter. Das heißt, eine langjährige Ausbildung in der ganzen Komplexität der Theologie. So. Und nun deutschsprachige, gut ausgebildete Theologen in Deutschland zu finden, das ist unsere Herausforderung. Wir haben jetzt ausgeschrieben, ich kann jetzt leider nichts zu dem Berufungsverfahren sagen, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir jemanden einstellen werden, der genauso unseren Vorstellungen entsprechen wird. Aber das wird immer eine Herausforderung bleiben. Aber wie gesagt, es gibt schon in der islamischen Tradition, in der islamischen Theologie, gibt es schon Ansätze dafür, auch gewisse Verse historisch zu verstehen. Historisch einzuordnen und zu sagen, das ist dort und dort entstanden. Genau. Und deshalb, also ich kann an dieser Stelle einen Koranexegese, auch Exegeten noch empfehlen, auch an die Zuschauer, das ist Mohammed Assad, ist vor 2-3 Jahren erschienen. Mohammed Assad, alias Leopold Weiß, wurde vor kurzem in Wien einen Platz nach ihm benannt, weil er selbst Wiener war, Österreicher war, und er hat 1980 einen Koran übersetzt ins Englische, aber zugleich, das ist nicht die Besonderheit des Korans, sondern es sind die Fußnoten, sozusagen, wo man die Möglichkeit hat, zu schauen, was und was ist mit diesem Vers gemeint, was ist der Hintergrund. Und das will ich auch sozusagen auch vorschlagen. Allein einen Text zu nehmen, zu lesen, kann kontraproduktiv sein. Auch deshalb die Debatte hier mit den Salafisten, die den Koran verteilen. Niemand wird durch die Koranlektüre sozusagen zum Muslim unbedingt oder er wird den Islam verstehen. Und ich glaube, die meisten Muslime hätten selbst Probleme, also die jetzt nicht sozusagen in der Hinsicht auch Erfahrungen haben. Und es gibt ein Buch von Paul Schwarzenau, Korankunde für Christen, kann ich auch sehr empfehlen an dieser Stelle. Jetzt bin ich schon bei der Literaturempfehlung. Bücher, Tipps. Okay. Ja. Sind wir fast in der Universität. Korankunde für Christen, das ist ein populärwissenschaftlich gehaltenes Buch, aber die ersten Seiten sind sehr interessant. Er war selbst Theologe an der Uni Dortmund, Professor für Theologie, ich glaube sogar evangelisch, bin jetzt da nicht sicher. Und er erzählt seine Erfahrung mit dem Koran. Das heißt, wie der Koran ihn am Anfang ziemlich wirrwarr erschienen ist, aber durch die Auseinandersetzung mit dem Koran in das Klare geworden ist. Dass der Koran möchte, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Und Goethe hat, glaube ich, auch ein ähnliches Zitat zum Koran. Ja. Jetzt werden die in Deutschland ausgebildeten Imame von diesen Professoren, die dort in Osnabrück und an den drei anderen Zentren in Deutschland, wo man demnächst islamische Theologie den Leuten beibringt, werden die so etwas lernen wie eine historische Auslegung des Koran. Was sagen Sie dazu? Würden Sie so einen Imam einstellen bei sich in der Moschee als Nachfolger für Imam Zaitun? Das ist schwierig. Solange keine Regel gibt auch für Steuer und für Gelder. Das sind die praktischen Fragen. Aber wenn wir aufs Inhaltliche gehen, ist nach Ihrer Einschätzung in dem Umfeld, in dem Sie sich bewegen, sind Imame, die ein solches an einer deutschen Universität ausgerichtet ist, nach den deutschen wissenschaftlichen Standards, historisch und alles, was dazu gehört, sind die Moscheegemeinden bereit, solche Leute aufzunehmen? Sind das die Imame, die wollen? Oder ist das alles nur Notlösung? Als Notlösung. Also zuerst, weil man weiß nicht, wie sie sind. Ja, wie müssten Sie denn sein? Sie brauchen Praxis. Also ohne Praxis, man weiß nicht, welche Praxis. Man kennt auch die Module, die Theorie. Dann brauchen Sie so eine Art zweiten Ausbildungsgang, wie das bei uns evangelischen Theologen der Fall ist. Man macht Uni und dann noch Gemeinde und dann noch ein zweites Examen. Genau, also man kann nicht im Voraus auch alles sagen optimal. Also damit auch man sie motivieren kann. Auch hier. Ja. Was ist denn für die Gemeinde das Entscheidende? Was muss der Imam besonders gut können? Entscheidend auch, dass er menschlich gesehen auch Soziales mit den Menschen umgehen kann, dass er... Das bieten wir auch an. Eine breite Konsens auch hat auch, aber dass man auch ein bisschen nur vom Theorie, also wir haben viele Leute vom Theorie, kann man nichts gebrauchen. Ja, kann ich mal direkt was dazu sagen. Gerne. Also, es wird natürlich verschiedene Stufen geben und auch verschiedene Ziele der Universität Osnabrück. Zum Beispiel will ein Theologe als Imam arbeiten oder will er sich wissenschaftlich weiterqualifizieren? Das sind zwei verschiedene Dinge. Also in der Moschee ist vor allem wichtig die Orthopraxie. Das ist für die sehr ganz wichtig. Also das rechte Tun. Richtig, ja? Das ist zentral. Zweitens die Erwartungen, Koranrezitation. Wir haben zum Beispiel Motivationsgespräche bei Studierenden, die bei uns islamische Religionspädagogik studieren wollen, die nicht mal das arabische Alphabet kennen. Und ich glaube, wenn eine Lehrkraft irgendwann unterrichten soll und kann sozusagen das Arabische nicht lesen, es geht nicht um das Verstehen oder einfach so Buchstaben, dann wird es sehr schwierig sein, sich als religiöse Autorität zu verkaufen. Das wird nicht funktionieren.
Und entsprechend haben natürlich auch die Moscheegemeinden gewisse Erwartungen, die wir auch verstehen, die wir auch nachvollziehen können. Und man muss verschiedene Zielsetzungen sich vornehmen. Zum einen diejenigen, die in die Praxis gehen wollen. Ja, was wird dort erwartet? Was wird dort sozusagen vorausgesetzt? Dass man dort auch sozusagen so etwas wie ein Praktikum hat. Mhm. Und diejenigen, die sich wissenschaftlich weiterqualifizieren können, also in all den Punkten, die wir gerade genannt haben, islamische Philosophie, historisch-kritische Exegese und so weiter. Ich glaube, da sind die Anforderungen und die Erwartungen an den Imam ganz unterschiedlich. Ja, ich glaube, die Moscheen werden primär praktische Dinge sozusagen voraussetzen wollen. Das heißt, ein Imam, der sozusagen auch in der Praxis das umsetzen kann. Das heißt aber nicht, dass er nicht qualifiziert sein muss, gerade in solchen Fragen, Philosophie, historische, Koranexegese und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Aber wir wollen ja auch Nachwuchs qualifizieren. Deshalb hat auch der Wissenschaftsrat empfohlen, Postdoc-Stellen auszuschreiben, damit wir sozusagen in 5 bis 10 Jahren genügend Nachwuchswissenschaftler in Deutschland haben. Mhm. Es wird jetzt viel debattiert. Ich kann mich mit 2, 3 Kollegen zum Kaffee treffen oder auch zum Frühstück, aber das ist noch keine wissenschaftliche Community. Gerade damit diese Fragen nochmal aufgeworfen werden, brauchen wir gut ausgebildete Wissenschaftler, Theologen, die promoviert sind, die habilitiert sind, die entsprechend über solche Sachen auch sprechen können. Und wie gesagt, da müssen wir auch, glaube ich, auch stark trennen. Und wir werden das Ganze nochmal auch arrangieren können natürlich. Es gibt die Religionsgemeinschaft in Niedersachsen, die haben gewisse Erwartungen an uns. Zweitens ist diese Erfahrung ganz neu, das heißt die Rolle der Religionsgemeinschaft. Und zum Beispiel gibt es in der katholischen Kirche das Prinzip Lehre und Lebenswandel. Wie wird das bei den Muslimen sein? Da sind viele Fragen, die noch offen sind. Die Frage der Bezahlung der Imame. Also man kann die DİTİB kritisieren, aber die Imame werden doch sehr gut bezahlt. Ja, also meistens ein Zweitnebenverdienst. Was machen wir einen jungen Abiturienten, der sozusagen die Möglichkeit hat, Medizin zu studieren, Maschinenbau zu studieren oder Theologie und dann sozusagen, wenn er fragen würde, wie viel werde ich denn verdienen? Das ist natürlich auch wichtig. Ja. Der Innenminister Schlimmer hat zwar einen smarten Vorschlag gehabt, dass er gesagt hat, vielleicht kann man die halbtags an Schulen unterrichten, dass sie das halbtags an Schulen unterrichten können, halbtags in Moscheen, das ist eine Lösung. Aber wie gesagt, es gibt viele Fragen, die noch nicht gelöst worden sind. Mhm. Aber grundsätzlich müssen wir unterscheiden zwischen Moscheepraxis und Wissenschaft. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen streng sein, wir sind leider mit unserer Zeit durch. Die Stunde ist sehr schnell umgegangen. Deshalb als Schlussfrage, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was bei den Imamen sich bewegt, was sich bewegen muss. Vielleicht noch eine Frage am Ende. Integration ist keine Einbahnstraße, sagt man oft. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was die deutsche Mehrheitsgesellschaft dazu tun kann, dass dieser Prozess sich in einem positiven Sinne entwickelt? Vielleicht von Ihnen beiden jeweils eine kurze Antwort, Herr Zeytun. Was wünschen Sie sich von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft in den nächsten Jahren? Die Öffnung von beiden Seiten muss da sein. Ohne Öffnung geht nicht. Wir müssen auch die Kirchen besuchen, also als Muslime. Wir müssen auch Termine nehmen, genau wie die Leute bei uns kommen. Auch die Kirchen besuchen, die Synagogen besuchen. Also keine Einbahnstraße. Also alle zusammen, lernt Deutsch. Muslime, geht in die Kirchen, Christen, geht in die Moschee, da kann man einfach so reinlaufen und auch dann Synagoge. Trifft man Menschen in die Synagoge auch. Das ist nicht unser Thema. Herr Celan, aus Ihrer Sicht? Also der Imam hat den Vorteil, er spricht immer das Herz an. Und ich muss immer... also danke. Sie haben natürlich recht. Ich glaube, den Begriff Integration können die meisten Migranten nicht mehr hören. Also mittlerweile träume ich davon, das sind meistens noch Albträume. Man muss anfangen. Es geht um Partizipation, es geht um Anerkennung und in allen Einwanderungsländern, die glorifiziert werden, Kanada, USA, ja, und mittlerweile auch Deutschland, durch kein klassisches Einwanderer, aber neues Einwanderungsland, gibt es Konflikte, das ist normal. Und ich denke, was ich empfehlen würde, ist, lernt Muslime kennen. Es gibt, das habe ich bei der Salafismusdebatte, um nochmal den Bogen zu den Salafisten zu kriegen, habe ich auch öfters gesagt, das wurde leider nicht in den Medien, also kein einziges Interview hat sozusagen das aufgegriffen. Es gibt Tag der offenen Moschee am 3. Oktober zum Beispiel, wenn man sich über Muslime informieren möchte, kann man eine Moschee besuchen, man kann sich selbst sozusagen ein Bild davon machen und ich glaube Begegnung, Kontakt und es sind vor allem diese lokalen Kontakte, die wichtig sind, die wir gar nicht sehen. Wir sehen nur die Diskussionen zwischen der Elite, zwischen den Politikern, aber es gibt auf lokaler Ebene viele, viele positive Ansätze. Es gibt die christlich-islamische Gesellschaft in Köln, die seit Jahren, seit Jahrzehnten gute Arbeit macht. Also ich bin da nicht pessimistisch, sondern ich weiß, es wird immer Konflikte geben, aber es gibt auch gute Fortschritte.
Herzlichen Dank Ihnen beiden.